Die Gleichung für Tag 33 sieht so aus. 5 mal e hoch 3x minus 10 ist gleich 0. Und du siehst schon, wir haben wieder eine Gleichung mit e darin, also irgendwann mit exponentiell. Wir gucken uns wieder an, Typ und Tool. Ja, der Typ ist hier exponentiell Typ 1. Das bedeutet, alle e-Terme haben wieder den gleichen Exponenten. Ja, wir haben hier nur einen e-Term, e hoch 3x, und der hat einen Exponenten 3x. Wäre auch noch Typ 1, wenn da jetzt noch mehr e-Terme drin vorkommen mit e hoch 3x. Ja? Wenn wir aber einen e-Term hätten, der anders aussieht, also e hoch 4x oder so, wäre das schon wieder ein anderer Typ. Okay, was wir machen, um diese Exponentialgleichung zu lösen, folgendes: Zunächst mal die e-Terme zusammenfassen. Ist hier schon passiert, wir haben nur noch einen e-Term. Ja? Und jetzt wollen wir als nächstes isolieren. Isolieren bedeutet, wir würden alles wegschaffen, was nicht mit diesem e-Term zu tun hat. In diesem Beispiel ist das die minus 10 hier und die 5. Ja? Die wollen wir gleich wegschaffen, den e-Term isolieren und dann am Ende den Logarithmus anwenden, also logarithmieren. So, wir starten bei Step 2, den e-Term isolieren. Ja, wir wollen also die minus 10 und die 5 irgendwie da wegbekommen. Wir starten mal, indem wir auf beiden Seiten der Gleichung plus 10 rechnen. So, wir rechnen plus 10, haben dann also 5 mal e hoch 3x ist gleich 10. Wir haben jetzt also die 10 auf die andere Seite gebracht, das ist schon mal cool. Und als nächstes wollen wir noch die 5 auf die andere Seite bringen, rechnen also auf beiden Seiten der Gleichung durch 5. Dann haben wir links e hoch 3x und rechts haben wir dann 10 durch 5 und 10 durch 5. Wie oft passt die 5 in die 10 rein? Zweimal, ne? Gut. Damit haben wir den e-Term isoliert. Warum? Weil er hier jetzt ganz alleine steht. Wir haben jetzt den e-Term und der ist 2. Ja, oder der Wert soll dann 2 annehmen. Wir fragen uns, wie müsste x dann aussehen? Und um darauf zu kommen, auf diese Antwort, müssen wir noch auf beiden Seiten der Gleichung, jetzt kommt Step 3, logarithmieren. Wir wenden jetzt auf beiden Seiten der Gleichung den Logarithmus an. Wir machen eine ganz langsame, schreiben ln zunächst einfach vor beide Seiten. Ln von e hoch 3x ist gleich ln 2. Und wenn jetzt irgendwie ungewohnt ist oder so, easy. Ja? Erstmal die Sache akzeptieren und das wird sich gleich von selbst auflösen. Warum machen wir das mit dem Logarithmus? Naja, weil ln und e Gegenoperationen sind. Ln und e sind Gegenoperationen und heben sich gegenseitig auf. Das bedeutet, erst schreibt man 3x irgendwie einen Exponenten von e und dann wende man den Logarithmus an, dann ist das einfach 3x. Ja, easy peasy. 3x ist gleich ln 2. Jetzt wollen wir wissen, wie viel x wiegt. Das bedeutet, wir müssen jetzt auch auf beiden Seiten der Gleichung durch 3 teilen. Dann kriegen wir hier schon eine schöne Lösung raus. Die sieht so aus. X ist gleich 1/3 mal ln 2. Na, statt durch 3 jetzt einfach mal 1/3 hier gemacht. Das ist kein Problem. Kann auch schreiben ln 2 durch 3. Finde ich aber nicht so schön. 1/3 ln 2 finde ich hier angemessener. Ja? Also zunächst e-Terme zusammenfassen, dann den e-Term isolieren. Am Ende noch logarithmieren, aber bitte erst am Ende. Und dann kriegst du eine schöne Lösung raus.